herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute ein großes Paket bekommen von Big Mondo und das wollte ich heute mit euch auspacken. Es ist ganz ein großes Paket, weil ich habe auch gleich den Rahmen mitbestellt. So, packen wir mal aus. Ich habe schon geglaubt, dass es diese Woche nicht mehr kommt, weil heute ist ja schon Samstag. Und auf einmal war es da heute, nach 7 Tagen. Das letzte Bild hat nicht so lange gedauert. So, wie mache ich das jetzt am besten? Machen wir das so. So groß. So sieht es innen aus. Viel Verpackung. So. Da ist einmal der Rahmen. Also so groß wird es, wenn es fertig ist. So, und hier ist das Bild. Ich nehme das einmal weg. Big Mondo. Machen wir mal auf. Also die Verpackung ist ja schon einmal schön. Edel, möchte ich fast sagen. Hier ist auch gleich die Anleitung drauf. Wenn ich das dann irgendwie aufbekomme. Die Legende ist auch da. So, schauen wir mal. Ja. Hier ist das Set, das überall dabei ist. Das ist dieser Pen. Mit Halterung, das Wachs und das Schiffchen. Das ist bei jedem dabei, wenn man so ein Bild bestellt. So, kommen wir zum Bild. Ah, ja, das ist ein Eier. Das sind die Steinchen. Machen wir zuerst die Steinchen. Wunderschön verpackt, so mit Zip. Wenn man das jetzt so aufmacht, ist das. Anleitung in allen Sprachen. So, Steinchen. Ah, da sind Säckchen dabei, verschließbare Säckchen. Das finde ich gut. Und hier, wow. Steinchen. Das sind jetzt quadratische Steinchen, wenn ihr das sehen könnt.
Die hängen alle zusammen. Blau ist auch wunderschön. Rosa. Ja. Das Blau ist so schön, finde ich. Wunderschön. So. So viel. Ich bringe das wieder so rein, wie es war. So, jetzt habe ich gerade mitbekommen, dass ihr nicht viel gesehen habt. Also ich zeige euch den Rahmen jetzt noch einmal. Der ist ziemlich groß. Also der ist 60 x 40 und Steinchen zeige ich euch jetzt auch noch einmal. Sind diesmal eckige, das letzte Mal habe ich mit runden gearbeitet. Ich hoffe, ich komme zurecht damit. Rosa. Hier ist auch ein schönes Lila. Ja. Und jetzt kommen wir zum Spannendsten. Das ist das Bild. Die Legende. Hier an der Seite. Hier hat sich ein Steinchen verirrt. So. Bisschen zerknittert. Schauen wir mal den Druck an. Schöner Druck, wie ich finde. Klar, nichts verwaschen. Und hier auch sehr schön, der Druck. Sehr schön klar. So, jetzt kommen wir zu der Legende, das Motiv. Das ist dieses hier. Das habe ich mir ausgesucht, dieses Bild. Das kommt in mein Schlafzimmer. Ein Traumfänger mit zwei Wölfen. Ich finde das total toll. Ich hoffe, es wird schön. Ja, es sind, wie viele Farben haben wir? Steht gar nicht. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 54, 56 Farben haben wir da. Die Minnie Maus hat ja nicht so viele Farben gehabt. Das war praktisch mein Einsteigerbild. Das habe ich mir damals eigentlich für meine Enkelin gekauft, weil ich wissen wollte, ob mir das Spaß macht. Es hat mir Spaß gemacht. Meine Tochter hat es heute bereits abgeholt. Die hat sich wahnsinnig gefreut über dieses Bild. Ja, und jetzt haben wir da ein etwas größeres Bild. Ich werde jetzt am Wochenende damit anfangen. Es wird jetzt noch ein Video kommen, und zwar wird ein Crashkurs für Anfänger kommen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben oder ein kostenloses Abo hier lassen würdet. Ansonsten sehen wir uns, wenn ihr mögt, in meinem nächsten Video. Tschüss!